Diese Aufgabe ist die Königsaufgabe mit den Schwerlinien. Ich habe die Seite B, Schwerlinie A, Schwerlinie C. Diese beiden Schwerlinien treffen sich hier im Schwerpunkt. Achtung, das Verhältnis ist 2 zu 1. Also die Schwerlinie C schneidet 4,8 cm, ist bis zu diesem Punkt 2 Teile lang und da ein Teil. 4,8 durch 3 gibt 1,6. Dieser Teil ist 3,2 cm und dieser ist 1,6 cm. Bei der Schwerlinie A dasselbe, das sind 2 Teile und das ist ein Teil. 6 cm durch 3 mal 2 gibt 4 cm und ich bekomme hier 2 cm. Jetzt kann ich dieses kleine Dreieck konstruieren. Ich lege die Seite B hin, kennzeichne den Punkt A und C. Jetzt nehme ich 4 cm in den Zirkel. Das ist von A bis zum Schwerpunkt. Bei C stecke ich mit einem Radius 3,2 cm ein. Achtung, dieser Punkt hier ist jetzt nicht der Punkt PEB, sondern der Schwerpunkt. Ich verbinde und verlängere das gleiche C mit dem Schwerpunkt verbinden und verlängern. Jetzt messe ich die Schwerlinie A ab, das sind 6 cm. Ich stecke wieder bei A ein. Und jetzt Schwerlinie C ist 4,8 cm. Ich messe von C 4,8 cm. Ich verbinde jetzt, das ist der Mittelpunkt der Seite C. Das ist der Mittelpunkt der Seite A. Ich kann jetzt mit A verbinden. C verbinde ich mit dem Mittelpunkt von A und ich bekomme hier jetzt den Punkt B.